Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Vorweg ein paar Worte. Vor einigen Wochen, glaube ich mittlerweile schon her, hatte TechnikHelp vorgeschlagen, wäre vielleicht eine gute Idee oder, ne, also was heißt gute Idee, hat es einfach vorgeschlagen, hier Civilization 6 wäre vielleicht eine machbare Sache hier für meinen Kanal, ne, dass ich das mal hier let's playe. Und jetzt hoffe ich, ich spreche den Namen richtig aus. Da bin ich mir jetzt nämlich gar nicht so sicher. Entweder Pearl oder Pearl. Sehe es mir bitte nach. Ich denke mal Pearl. Hatte dann zu bedenken gegeben, dass es vielleicht keine schlechte Idee wäre, vorher sich so mit dem Spiel vertraut zu machen. Womit Pearl auf jeden Fall recht hat, weil ich habe selber Civilization 2 und 3 in meiner Spielesammlung, habe auch beide gespielt, ist schon Äonen von Jahren her. Ich habe auch dementsprechend nur eine etwas lückenhafte Erinnerung. Und nun ja, ich weiß aber, dass es sehr, 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 sehr strategisch lastig ist. Ist halt ein Strategiespiel, ne? Also von daher liegt das natürlich auf der Hand. Und relativ zeitintensiv natürlich auch. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das ein Spiel wäre. Also jetzt hier in dem Fall Civilization 6. Was für meinen Kanal so als Let's Play funktionieren würde. Muss man so ganz vorsichtig auszudrücken. Ich mache es auf jeden Fall, dass ich mich erstmal wieder... Also ich habe das Spiel auch jetzt hier in meiner Sammlung, in meiner Steam-Sammlung. Nur im Augenblick aktuell nicht installiert, was ich allerdings machen werde. Ich werde mich damit auch auseinandersetzen, werde mich da mal ein bisschen so reinfuchsen und schauen, was da so geht oder nicht geht. Warum ich das so lang und breit erzähle, Leute, die schon länger hier mit dabei sind und regelmäßig schauen, die wissen, ich spiele von A bis Z. Ich will sagen, ich mache keine Schnitte. Das, was ich hier zu erleiden habe, das erleidet ihr alle mit. Ja? Und insofern... wenn da irgendwelche Längen entstehen, dann entstehen die halt einfach, weil das dann Teil dieses Spiels ist. Man sieht es ja auch hier bei Airborne Kingdom. Es gibt da halt immer so Sachen, ne, wo man da halt durch die Gegend schippert, um sich mit irgendwelchen Ressourcen zu versorgen, die man dringend braucht, um überhaupt im Spiel weiterkommen zu können und dergleichen. Ähnlich ist es bei Civilization halt auch. Ne? Da werden dann halt noch irgendwelche ja, politischen, strategischen Entscheidungen wichtig sein. Diplomatie ist eine nicht unwesentliche Rolle. Dinge müssen sich entwickeln. Könnte natürlich dann sein, dass das Ganze, also wie gesagt, das Spiel selber würde natürlich lange dauern und insofern auch das Display entsprechend lange dauern. Nur ich muss halt gucken, wie das jetzt wirklich funktioniert, ob ich das jetzt hier machen kann oder nicht. Wie gesagt, ich werde mich erstmal selber damit auseinandersetzen. Hab dann vor, wenn ich zu den Entscheidungen komme, ja, man kann es versuchen, würde ich so einen Testlauf machen. Das ist eine erstmalige Geschichte, dass ich erstmal gucke, funktioniert das hier wirklich? Ne? Also wie kommt das an? Und dass ich dann so ein paar Folgen einfach produziere mit dem Hintergrund, ne? Das ist halt erstmal so ein Testlauf. Funktioniert die Geschichte, läuft dann das Let's Play ganz normal weiter. Wenn ich merke irgendwie so, nee, dann kommt wohl dich noch nicht so gut an, dann ist der Test wohl dann in dem Augenblick gescheitert. Ja, und das ist so nur zur Erläuterung so der Gedanke. Ich hatte mit den Leuten dann halt auch kurz geschrieben, ne, als die entsprechenden Vorschläge, Anregungen, Hinweise und der weitere kamen und so. Und erstmal überhaupt danke für diesen Vorschlag. Ne? Ganz nebenbei. Ich finde das sehr gut, wenn hier Leute sich einbringen, wie jetzt hier in dem Fall TechnikHelp und Pearl und da entsprechende Vorschläge machen und Hinweise geben und dergleichen. Das ist natürlich mal sehr, sehr schön und ist durchaus willkommen und gewollt, ja, um das mal so zu sagen. Nur ich muss halt immer gucken, ne, wie passt es dann letzten Endes. Und aber wie gesagt, da werde ich mich mit beschäftigen und dieser Testlauf wird dann, ich denke mal, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kommen. Es sei denn, es sollte wirklich sich so herausstellen, dass ich von vornherein sage, irgendwie so, nee, also wäre schon schön, aber ich glaube nicht.
würde ich dann aber auch entsprechend kundtun. Wann wäre denn damit zu rechnen, wenn es denn so weit käme, dass ich hier einen Testlauf mache? Sehr wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr. Ja, also ich habe jetzt, wir haben jetzt erstmal Airborne Kingdom am Start. Das wird vermutlich noch ein Weilchen laufen. Dann habe ich noch so ein paar andere Sachen, die ich da im Hintergrund noch zu rutscheln habe seit einiger Zeit, wo ich mal wieder reinsteigen müsste und auch möchte. Und von daher ist das jetzt erstmal so ein Projekt von Civilization 6, was sehr wahrscheinlich erst im neuen Jahr dann kommen wird. Vermutlich. Ich meine, man weiß immer nicht, was kommt. Beste Beispiel ist ja Draugen gewesen. Hatte ich erst selber gar nicht so auf dem Schirm. Hat dann einfach dazwischen geschoben und ich selber habe das Spiel sehr genossen. Hier auf meinem Kanal kam es wohl nicht ganz so an, wie ich an den Views gesehen habe. Japan ist auch komplett eingebrochen. Die waren auf einmal weg. Aber liebe Leute, ich kann nicht Pioneers of Pagonia bis zum Ende meines Lebens spielen. Das geht nicht. Ich hatte sehr gute Aufrufe. Ich hatte hier zweistellige Views im 20er und 30er Bereich. Das ist für meinen kleinen Kanal ist das sehr viel. Vor allen Dingen über einen längeren, quasi über den gesamten Zeitraum hinweg. Das war für mich persönlich ein sehr schöner Erfolg. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Sind auch Leute dazugekommen dann direkt als Abonnenten. Zwei sind direkt wieder gegangen, als das vorbei war und Drogen dann lief, wo ich dann frage irgendwie so, na gut, ne, jeder muss es selber wissen und entscheiden, aber wenn man sich dann auch nicht äußert und dann einfach geht, na gut, ist so. Aber wie gesagt, ich kann nicht ein Spiel ewig weiterspielen, dann ist auch irgendwann die Luft raus und Pioneers of Pagonia kommt ja wieder, ne, also nicht morgen und auch nicht übermorgen. Ich hatte ja gesagt, eventuell will ich bis zum Release warten, was bei der Entwicklung dieses Spiels wohl auch sehr sinnvoll ist. Und dann einsteigen. Wie genau ich dann da einsteige, ob ich das dann wirklich so mache, dass ich, wie ich schon angekündigt hatte, wir da mit diesem freien Spiel, oder wie sich das dann nennt, da einsteigen. Oder ob wir diese ganzen Kampagnen, mal so in Anführungsstrichen, dann nochmal durchgehen. Muss ich überlegen, wie ich daran gehe. Sinnvoll könnte es sein, das Ganze nochmal von vorne, komplett von vorne aufzuziehen, weil ja dann komplett neue Spielelemente drin sind, wodurch diese einzelnen Kampagnen ja dann, auch wenn wir die schon gespielt haben, aber sich dann komplett anders spielen werden. Weiß ich noch nicht, muss ich gucken. So, jetzt aber das soweit jetzt erstmal dazu, das Wort zum Sonntag. Wann ist heute, wo das hier rauskommt? Freitag, kann das sein? Mein Freitag. Egal. So, wir fahren jetzt erstmal hier fort. Heißt natürlich auch für mich, ich muss jetzt ja umschalten. Hallo? Warum tut hier nichts? Ah, jetzt. Okay. So, ich habe dann auch das gemacht, was ich angekündigt hatte. An der Stelle nochmal, ne, wenn ich das jetzt gerade vielleicht nicht gemacht habe oder nicht so deutlich rauskam. Ne, vielen, vielen lieben Dank an Technikhelp und auch an Pearl. Ich hoffe, Pearl ist richtig. Oder Perl oder ich weiß es nicht. Vielen, vielen Dank für euer Engagement, für den Vorschlag und für die entsprechenden Hinweise. Hat mich sehr gefreut. Fand ich sehr, sehr, sehr schön, dass das von euch da gekommen ist. Und so, ganz groß Daumen rauf hier. Okay. Wie schon angekündigt, ne, ich hatte ja hier gesagt, ich will ja so ein bisschen umstrukturieren, ne, weil wir hier mit unserem Minarett nicht so ganz glücklich waren mit dem einen, das reichte ja nicht. Und jetzt haben wir zwei. Eins hier, eins da. Hatte ich auch schon angekündigt, ne, dass ich das so in dieser Art und machen möchte. Und habe dann hier so natürlich die entsprechenden Gebäude, die da so im Weg waren, etwas anders arrangiert. Das Ganze ging relativ unkompliziert. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, hier diese, ne, man klickt so ein Gebäude an, dann hat man ja hier diese Bewegungsgeschichte. Und selbst wenn so ein Gebäude hier so mittendrin ist, das kriegt man dann auf die Art und Weise locker verschoben. Ja, das war überhaupt kein Thema. Hätte ich eventuell sogar während des Spiels machen können. Gut, ich auf der anderen Seite, ja, auf der anderen Seite war ich auch ganz froh, mal so in aller Ruhe so Sachen mal auszuprobieren. Ohne dass ich mich hier direkt an der Kamera wieder lächerlich mache. So. Aber gehört eigentlich zum Spiel dazu. Ne? Ich überlege hart, ist das beim nächsten Mal vielleicht dann sein zu lassen und die Sachen mit ins Spiel reinzunehmen. So, wir haben Aufträge, oder beziehungsweise einen Auftrag erstmal, den wir angehen müssen. Boah, ist einfach 10 Minuten jetzt nur rumgelabert. Ja, muss auch mal sein. Muss eigentlich, das waren Sachen, die mir auch jetzt irgendwie so auf dem
Herzen gelegen haben und die ich schon seit einiger Zeit so mit mir rumschleppe und wo ich dann dachte, irgendwie hast du wieder eine Aufnahme gemacht, hast du wieder vergessen, das zu erwähnen. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt oder nie. So, Karte. Wir sind richtig, was das Gebiet anbelangt. Das ist die Frage. Wo können die Leute denn sein? Gut, das ist jetzt zwar nicht mein eigentliches Ziel, aber wir schauen uns da mal so ein bisschen um, wenn wir schon mal gerade hier sind. Wo, wie, wo, warum kann ich denn sehen, wo eventuell die Leute Relikte gefunden? Das ist schon mal was. Sein können sollen, die da vermisst werden. Da wurde gefunden. Uralte Ruine. Naja, es waren ja nur zwei. Also insofern war die Auswahl jetzt nicht so groß. Noch eine Ruine des Alten Reichs, die in den Winden der Einöde verfällt. Es scheint, als erstrecke sie sich unter dem Boden noch weiter. Doch dorthin vorzudringen wäre gefährlich. Könnte sie doch jederzeit einstürzen. Den Text hatten wir schon mal. Relativ sicher. Die Ruinen erinnern uns daran, wie wichtig unsere Aufgabe war und dass das zerbrechliche Reich, das wir anstrebten, steter Fürsorge bedurfte aus Tagebücher unserer Reisen von Muluab, dem zweiten Chronisten. Wir brechen fast auf, aber Mission. Wir brechen fast auf, aber unter dem Schutt eines eingestürzten Turmes erblicken wir einen rubinroten Schal. Oh mein Gott. Waren die Sucher von Kantis etwa hier? Hastig räumten wir die Trümmer beiseite. Sorry. Kurz darauf erklingen Jubelschreie vom Fuß des einstigen Turms. Die Sucher dachten, sie seien auf immer verloren. Doch nun werden sie vom Anblick eines erneuerten Reichs gerettet. Einige wollten sich unserem Rat sofort nach ihrer Rettung anschließen. Eine Bitte, die wir gern erfüllen. Mit Erleichterung in unserem Herzen reisen wir zurück nach Kantis. Niemand hatte sich dem alten Reich verschrieben wie die Sucher. Unsere Maschinen faszinierten sie und sie stellten uns Myriaden technischer Fragen aus den verstreuten Tagebüchern von Muluab, dem zweiten Chronisten. So, wir werden die nach Kantis natürlich zurückbringen. Auf geht's. Ich brauche noch mal ganz kurz die Karte. Da müssen wir mal so ein bisschen so uns um 180 Grad drehen. Da ist unser Ziel. Ja. Dann machen wir das. Ich drehe mich mal mit. In verkehrte Richtung, aber egal. Irgendwo da hinten ist unser Ziel, glaube ich. So. Nein. Wir haben jetzt immer noch Karte. Oh nee, ich bin ein bisschen falsch. Ich glaube, das ist besser. Wie sieht's denn aus hier? Nahrung, Wasser, Kohle. Wir brauchen Kohle. Ist da vorne Kohle? Und noch geht es einigermaßen. Ja, wir sind noch nicht am Ende oder so. Aber. So meine Bedenken. Dann sagt die Karte, bin ich jetzt richtig? Jo. Richtung stimmt. Das ist schon mal viel wert. Ja. Ich weiß nicht, was mit dem Ton, also mit meinem Ton hier ist, ne, wenn ich hier quatsche. Ich habe irgendwie so immer das Gefühl, als wenn da so ein leichtes Echo wäre. Kann mich aber auch täuschen. Wir sind ein bisschen falsch. Mit dem, wo ich das gerade verschoben habe, das Bildchen da, das kleine, wo ich das so sehen bin, hänge ich immer mit dem einen Kopf da so halb im Spiel. Was mache ich denn die ganze Zeit hier? Irgendwie nicht hier spazieren während der Aufnahme? Keine Ahnung. So. Was ist das denn da hinten? Kohlevorkommen! Ha! Hab's doch geahnt. 103 verbleibend. Ja, so viel brauche ich nicht, aber ein bisschen Kohle wäre schön. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit wäre auch schön. Hat er jetzt? Nee, hat nicht geklappt.
So, ich gehe gleich mal hier auf dreifach. Achso, vor allen Dingen jetzt dadurch, dass ich das da so gemacht habe, jetzt mit dem zweiten Minarett, jetzt sind die wieder alle am Jubeln. Was ich persönlich natürlich sehr gut finde. Mir sind jubelnde Leute immer lieber als Leute, die rummeckern. So. Ja. Wie weit sind wir davon entfernt? Ich glaube, das geht. So. Kohle. Let's go. Krieg ich noch einen? Nee. Egal. 5 müssen reichen. Haben sich dann die Leute angeschlossen? Egal. Die Sucher. Vielleicht kommt das erst noch. Wir müssen die erst wahrscheinlich erst abliefern und dann haben wir irgendwie die Möglichkeit, da vielleicht zu sagen, ja komm, jetzt let's go. Ran ans Fett. So, wir sind vor Ort. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet? Waren das erst 96 und sind jetzt 98? Ich hatte ja gesagt, ne? Ah, plus 2 pro Stunde nach Durchverbündete. Wenn man lesen kann, ist man klein im Vorteil. Das hilft immer. So. Nicht nur lesen, sich Dinge auch merken, Namdos. Das wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr in diesem Leben. So. Wie sieht's da aus? Das ist irgendwie, ich glaube, Lehm oder so könnte das sein. Oh, und ich sehe, wir sind schon hart am Limit. Da kommt der letzte Flieger an. Ich gehe mal hier direkt, machen wir hier direkt den. Das sollte dann reichen. Dann machen wir uns mal hier hin auf den Weg. Um die Sucher abzugeben. Kantis Kreuzung zu Ehren der Sucher und uns, ihren Rettern, wird ein großes Fest veranstaltet. So viel Frohsinn hält Einzug, dass das Königreich an Größe und Pracht zuzunehmen scheint. Die verbleibenden Sucher sind überzeugt, mit dem Segen ihres Königreichs schließen sie sich uns an. Das Volk ist überglücklich mit unserem Bündnisgesuch. Wir müssen einen Himmelshafen bauen, um Kantis mit dem Rest der Welt zu verbinden. Das kennen wir, das ist übrigens war ja gut, den Text ist hier noch nicht. Der Rat von Kantis war bei unserer Rückkehr so dankbar, dass sie von ihrem Podest schritten und es uns eine Nacht lang überließen. Oh, 10 Plätze bot es und so nahmen die ursprünglichen 10 Siedler sie ein. In jener Nacht entstand der Ausspruch, Der Gründer und die Neun. Auszug aus Verwirklichung der Prophezeiung von Muluab, dem zweiten Chronisten. So, wir brauchen 20 Bäumchen und wir brauchen 10 Lehmziegeln. Das haben wir alle. Und dann, let's go hier Himmelshafen bauen. Hallo? Ah, jetzt. Okay. Ja, klar, braucht Zeit, blablabla, das kennt man dann wieder. Das sollen die jetzt in aller Ruhe auch machen. Wir haben jetzt 36 Leute hier bei uns, die da noch jubeln. Wie lange ist die Frage? Davon sind 7 untätig. Und wir brauchen mit Sicherheit etwas Wohnraum, zusätzlichen Wohnraum. Da geht es wieder mit Sicherheit in diese Richtung. Jedenfalls haben wir dann Kantis Kreuzung. Haben wir dann auch mit dazu gewonnen als weiteren Verbündeten. Das ist auch schon mal nicht verkehrt. So, ist man wieder hier auf Normalgeschwindigkeit. Juhu! Unsere Arbeiter haben den neuen Himmelshafen fertiggestellt und so haben wir einen neuen Verbündeten. Ja, ja. Läuft. Ausgezeichnet. Hey, ah ja, sehr schön. Wir sind nun verbündet mit Kantis Kreuzung. Ausgezeichnet. Boah, finde ich auch. Der fertiggestellte Himmelshafen verbindet Kantis nun mit uns und seinen Nachbarn. Außerdem haben sich viele Arbeiter unserer Sache angeschlossen. 41 haben wir jetzt da. Oha. Uiuiui.
Sie wollen uns jede Stunde ein Holz. Ja gut, ich brauche dann keine Bäume mehr fällen. Das ist natürlich auch schön. Ein Holz liefern, da sie nun mit dem Himmel verbunden sind, dürfte das kein Problem sein. Hm. Wir müssen die anderen Königreiche finden und Bande knüpfen. Dann können alle Völker in kollektiver Harmonie leben und die Prophezeiung erfüllt werden. Ja, wäre schön, wenn alle Völker in kollektiver Harmonie zusammenleben würden. Das ist ein Traum. So. Wir fragen mal nach Technologie. Wir haben ja so ein bisschen was an Relikten gefunden. Wir fragen nach Schätzen, die sie gefunden haben. Tief in ihrer Halle der Aufzeichnungen liegen sie verschlossen und sind nur gegen eine Zahlung einsehbar. Damit sie im Himmel funktionieren, braucht es viel Forschungsarbeit. Doch dies wäre ein Anfang, auf jeden Fall. Die Erkenntnis, zu denen Kantis über Generationen gekommen war, warteten in der Halle der Aufzeichnungen, jenem Ort, der vom Volk mehr verehrt wurde als jeder andere. Wer die Schätze darin sichten will, muss dafür bezahlen. Da bildet sich selbst ein verehrtes uraltes Königreich. Da bildet selbst ein verehrtes altes Königreich keine Ausnahme. Auszug aus, um unseren Verstand zu erweitern, von Mulu ab, den zweiten Chronisten. So. Ach ja, wir können Straßenlaternen. Erzeugt Licht, das Weg beleuchtet und Einwohner zufriedener macht. Kaufen für 5, benötigt 2x Glas. Okay. Bauernhof können wir uns noch nicht leisten, ganz knapp nicht. Der wäre auf jeden Fall sinnvoll, der erzeugt alle 3 Stunden. Entschuldigung. Einmal Nahrung pro einmal Wasser. Ja. Okay. Kohlehütte können wir uns auch nicht leisten. Die würde Holz in Kohle verwandeln. Oh, die im Stadtzentrum gelagert wird. Arbeiter wohnen wegen der Abgase nicht gerne in der Nähe der Kohlehütte, logischerweise. Benötigt einmal Auftrieb, Baukosten. Ja gut, die Baukosten sind moderat. Wir brauchen 4 Arbeiter. Wir haben es ja im Augenblick. Aber auch da brauchen wir Dinge, die wir im Augenblick nicht haben. Wir brauchen dann noch so ein weiteres Relikt. Wir fragen nach anderen Dingen. Ressourcen, Handeln. Ob die das für Relikte kaufen können. Das wäre jetzt der Hammer. So. Nee. Alles klar. Okay, wir bilden uns andere Angelegenheiten. Wir brauchen dringend ein Relikt. Und dergleichen werden wir uns natürlich besorgen. Kleinen Augenblick. Muss mal ganz kurz hier den hier machen. Hallo. So, jetzt aber. Technik. Das wäre es erstmal für diese Folge. War sehr erfolgreich. Wenn auch jetzt vom Spielerischen relativ kurz. Gebe ich ja zu. Ich habe viel geredet. Aber wie schon erläutert, musste sein, lag mir auf dem Herzen, wollte ich jetzt endlich mal auch zur Sprache bringen. Von daher, seht es mir bitte nach. Nächste Folge ist dann wieder ein bisschen mehr Spiel und weniger Quatsche. Versprechen kann ich es nicht. So, bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, 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 alles Gute und genießt die Zeit.